Welch ein wunderschöner Mittwoch, und auch an solch einem Mittwoch müssen wir natürlich das Lichttrickspiel spielen. Na ganz klar, und ihr sitzt bestimmt schon vor eurem Bildschirm mit eurem Blatt Papier in der Hand und eurem Filzstift. Aber für diejenigen, die es vielleicht noch nicht kennen, die können das ja gar nicht wissen. Also passt auf, für diejenigen, die es nicht kennen, das Lichttrickspiel. Ihr braucht ein Blatt Papier, ein ganz, ganz, ganz dünnes, am besten ein Butterbrotpapier und einen dicken Filzstift. Und dann könnt ihr hier mitspielen. Ihr müsst dann Louis, unserem Glühwürmchen, auf dem Bildschirm folgen und eine geometrische Figur zeichnen. So, ihr saust jetzt einfach ganz, ganz, ganz schnell los und dann könnt ihr bei diesem Spiel mitmachen. Und ihr kommt jetzt mal mit. Wir schauen mal, ob Louis überhaupt schon wach ist oder ob er vielleicht gerade beim Mittagessen ist. Na, ich weiß nicht. Na, schauen wir mal. Ich klopf mal gegen, dann klappt das eigentlich immer. Hallo, Louis. Guten Tag. Hä? Das ist eigentlich unsere Adresse. Aber wenn wir schon dabei sind, die Adresse, die braucht ihr natürlich auch. Denn wenn ihr unser Lichttrickspiel gespielt habt, dann sollt ihr ein schönes Bild daraus malen und sollt uns das dann hierher schicken. Und dafür braucht ihr natürlich diese Adresse. Und die lautet der Kinderkanal ARD ZDF, Postfach 10005 in 99021 Erfurt. Oder wer vielleicht sogar einen Fax zu Hause stehen hat. Das geht ja ein bisschen schneller, kommt aber nicht so bunt bei uns hier an. Das macht aber nichts, dann könnt ihr euch die Faxnummer aufschreiben. Und die lautet 0180 215 15 16. So, jetzt haben wir aber genügend Adressen und Faxnummern durchgesagt. Jetzt wollen wir endlich mal schauen, ob Louis da ist. Und ich klopfe einfach noch mal gegen. Eigentlich klappt das jeden Tag. Hallo Louis. Ach, die Sonne geht auf. Da ist er ja. Wie geht's dir so? Mhm. Ja. Na klar, okay. Also Louis sagt, er möchte am liebsten gleich schon mal durchstarten und deshalb sage ich einfach, Louis, ab! Ja, und da startet er. Louis ist übrigens nicht so der Schnellste. Aber wir haben heute Nachmittag jemand da, der ist ganz, ganz schnell. Das ist nämlich der kleine Bruder von Michael Schumacher, der Ralf Schumacher. Und wir machen eine Live-Schaltung zur internationalen Automobilausstellung in Frankfurt. Und der wird uns so ein bisschen was über Geschwindigkeiten verraten und über den Straßenverkehr allgemein. So, Louis ist schon fast fertig. Und er hat übrigens etwas gezeichnet, was jeder Detektiv zur Hand haben sollte. Wie zum Beispiel Sherlock Holmes oder Kalle Blomqvist, die haben immer so etwas zur Hand. Danke, Louis, wir sehen uns morgen auf jeden Fall wieder, nämlich um 10 nach 12. Da könnt auch ihr noch mal das Lichttrickspiel mitspielen. So.